Schreiner ist für mich ein Beruf. Du erlebst jeden Tag was Neues. Man aus dem Werkstoffpolz sehr viel machen kann. Deswegen hat dieses vielseitige Arbeiten mit diesem lebendigen und warmen Material mich schon immer interessiert. Und den Möbelbau fand ich schon immer sehr toll. Am Ende eines Projektes kann man sehen, was man mit eigenen beiden Händen erschaffen hat. Mir gefällt besonders gut die Gemeinschaft, dass man auch zusammenarbeitet, sich austauscht, sich gegenseitig unterstützt und Tipps gibt. Vieles, was man eben auch vielleicht im Hinterkopf vergessen hat und dass man nie zu Ende lernt. Früher, als ich noch ein Kind war, da habe ich immer mit meinem Opa in der Werkstatt ein bisschen rumgeholfen und da haben wir manchmal Holzfiguren geschnitzt und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich habe in der 8. Klasse ein Praktikum gemacht bei einer sehr kleinen Schreinerei. Sie waren bei uns zu Hause und haben die Küche gebaut. Und da durfte ich das allererste Mal dann mithelfen. Dieses Praktikum hat mich dann quasi überzeugt, diesen Beruf zu lernen, weil man einfach merkt, dass dieser Beruf wirklich vielseitig ist. Wir haben Küchen gebaut, du warst auf Montage, hast auch lackiert. Ich finde es toll, dass man als Schreiner viel selber machen kann. Sei es jetzt bei Kumpels mal was ausbauen oder selber, wenn man Haus baut, dass man nicht auf andere angewiesen ist, sondern immer selbst ist der Mann. Das macht es einfach aus. Ich finde, es macht Spaß, jeden Tag wieder in die Schreinerei zu kommen, dein Projekt fertig zu bauen und am Ende zu sehen, was man eigentlich geleistet hat. Ich finde, dass die Schule sehr betriebsunabhängig ist. Also sprich, wenn wir in der Schule meinetwegen Fenster haben, dass wir das kennenlernen dürfen, auch wenn wir das im Betrieb nicht speziell herstellen. Die Vielseitigkeit, die es heutzutage gibt, von Massivholz, so wie es früher war, bis hin zu verschiedenen Plattenwerkstoffen und der Art, wie man das Holz verarbeiten kann. Das Highlight in meiner Ausbildung war unsere Hängekombination. Da konnte man wirklich seiner eigenen Kreativität etwas den freien Lauf lassen und auch schauen, wie viel man aus sich herausholen kann. Nach der Ausbildung würde ich erstmal Berufserfahrung sammeln. Mein Ziel ist auf jeden Fall Meister zu absolvieren und mich dann selbstständig zu machen. Ich möchte auf jeden Fall ein Studium beginnen. Noch ein, zwei Gesellenjahre machen, das Abitur nachholen oder dann vielleicht auch Architektur studieren. Ich freue mich noch auf die nächsten Jahre, die ich als Schreiner haben werde.